Hi und herzlich willkommen heute wieder zu einem weiteren Was ich an einem Tag esse Video. Es ist der zweite Weihnachtstag. Ich bin noch bei meinem Vater und fahre nachher dann nach Köln zurück zu Romy. Und die Weihnachtstage sind soweit gut verlaufen. Alles, was ich gekocht habe aus diesem Buch, diesem wunderbaren, kam sehr gut an. Auch bei meiner Schwester und meinem Schwager. Und besonders die Lebkuchen aus diesem Buch kamen sehr gut an, weil meine Schwester, die Neurodermitis hat, auf normaler Lebkuchen irgendwie ein bisschen allergisch reagiert. Also wenn ihr das Problem auch habt, in dem Buch ist ein fantastisches Lebkuchenrezept. Und jetzt koche ich frisch. Das ist einmal der Rest Brokkoli, der noch da ist. Und ich habe auch schon wieder eingeweicht Haferflocken. Und das ist jetzt mal anders als sonst, ja? Das ist nicht so gesund wie sonst. Haferflocken, Rosinen und Mandeln sind da. Das wird ein scheiß Omega-3:6 Fettsäureverhältnis. Ich werde natürlich auch keine Auswertung für euch haben, weil ich hier nichts abwiege. Da oben drauf kommt noch Mandelmilch, die ich auch habe. Weil zum Kaffee trinken. Ach so, und Kaffee trinken. Ich habe heute Morgen schon einen Kaffee getrunken. Einen koffeinhaltigen. Und sonst gibt es hier meistens koffeinfreien Kaffee. Damit geht es dann weiter. Und ja, ich zeige euch Frühstück Nummer 1 und Frühstück Nummer 2 dann gleich mal. Frühstück Nummer 1, Brokkoli und Paprika roh. Frühstück Nummer 2, da ist jetzt Banane mit drin. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder. So, also ich habe ein Stück Bitterschokolade gegessen heute am Vormittag und jetzt fange ich an mit der... Und zwar aus diesen Resten vom 23. Genau, das ist relativ scharf geworden, weil ich da Currypaste reingetan hatte, die ich lange nicht mehr gegessen habe und deswegen ist alles zu scharf geworden. Also muss ich das heute alles strecken mit Erbsen und Möhren und Sellerie und, oh, das ist unsere dreckige Spüle, schnell weggucken, Paprika und Koriander. Und das kommt jetzt alles in eine Pfanne mit Reis, den ich auch noch habe, denke ich. Und dann habe ich fertiges Essen, wahrscheinlich. Und das ist jetzt das Weihnachtsresteessen. Mein Vater macht sich zusätzlich einen Lachs. Und ist ansonsten hiermit voll und ganz zufrieden. Und dieses Eis habe ich im lokalen Supermarkt entdeckt. Völlig unfassbar. Gibt es zum Dessert. Das ist Dessert. Veganes Schokoladeneis mit Amaretto. Es ist 19.20 Uhr, glaube ich. Ich bin gerade nach Hause gekommen, beziehungsweise vor einer halben Stunde. Ich musste jetzt eine halbe Stunde lang den Kater beschwichtigen und ihn mir wieder froh gesonnen machen, nachdem ich ihn zwei Nächte alleine lassen hatte. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Hunger und ich habe auch keine Lust zu kochen. Wahrscheinlich, weil alles letzten zwei Tage so reichlich war. Da denke ich, war es das. Ja, das war mein zweiter Weihnachtstag in Essen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen. Eure Silke.